Ebenso gehört zur Geduld, dass man die Schwierigkeiten im Leben erträgt. Es kann sein, dass man arm ist, dass man krank ist, dass man Probleme hat, familiär, egal wo. Da gilt es, dass eine muslimische Frau geduldig sein soll. Und Allah Azza wa Jalla hat uns mehrere Frauen erwähnt, die gewaltig geprüft wurden. Maryam alayha salam wurde gewaltig geprüft. Die Leute haben schlecht über sie geredet. Wie kann sie ein Kind haben? Und Asiya, die Frau von Pharaon, sie wurde getötet von ihrem eigenen Ehemann, von Pharaon. Und sie war standhaft und geduldig. Das heißt, Geduld gehört zu den wichtigsten Eigenschaften einer muslimischen Frau. Denn ohne Geduld wird man nicht belohnt. Dein Leben wirst du trotzdem leben. Armut bleibt Armut. Du kannst jetzt geduldig sein und dafür belohnt werden. Oder ungeduldig sein, da bleibst du immer noch arm und hast aber nichts davon. Das heißt, Geduld ist das, was deine Lage lukrativ macht. Also nicht, dass du das verlangst, ja Rabbi, gib mir sämtliche Prüfungen. Aber deine Situation, du hast eine Krankheit. So, wenn du jetzt nicht geduldig bist, ist die Krankheit weg? Nein, die Krankheit ist nicht weg. Aber du wirst belohnt dafür. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Verwunderlich ist die Situation des Gläubigen, und das gilt nur dem Gläubigen, also natürlich sowohl Männer als auch Frauen. Wenn ihm Gutes widerfährt, dankt er Allah und das ist gut für ihn. Und wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er geduldig und das ist gut für ihn. Also Allah zu loben und geduldig zu sein, das sind die zwei Schienen, auf dem dieser Zug eben fährt zu Allah subhanahu wa ta'ala.